zum Lösen von Aufgaben besitzt der Hamster bestimmte Fähigkeiten, Grundbefehle genannt. Und zwar kennt der Hamster genau 4 Grundbefehle, also Anweisungen, die man ihm geben kann. Da ist der Grundbefehl vor, als erster Grundbefehl. Wenn man dem Hamster den Befehl vorgibt, springt er ein Feld in Blickrichtung, in seiner Blickrichtung nach vorne. Wenn man ihm den Befehl links umgibt, dreht er sich um 90 Grad nach links, guckt dann also in eine andere Richtung. Wenn man dem Hamster den Befehl nimm gibt, nimmt er von der aktuellen Kachel, auf der er steht, ein Korn auf. Und wenn man ihm den Befehl gib gibt, dann legt er ein Korn aus dem Maul auf der Kachel, auf der er sich gerade befindet, ab. Achten Sie bitte am Anfang auf die sogenannte Syntax dieser Befehle. Sie müssen genauso geschrieben werden. Und wenn Sie Hamsterprogramme schreiben, müssen Sie auch diese Klammern anführen und diese Semikolon. Was es genau mit der Syntax auf sich hat, damit werden wir uns in den nächsten Unterrichtseinheiten auseinandersetzen.